Er ist für sein junges Alter schon sehr, sehr weit in seiner Entwicklung. Ich finde, er ist ein sehr, sehr athletischer Spieler. Er ist ein super Gegenstoßspieler, also er passt super in unsere Philosophie. Er ist sehr, sehr sicher von der Position, hat viele Wurfvarianten, hat aber noch unglaublich viel Potenzial, auch sich zu entwickeln. Und deswegen sind wir froh, dass er sich jetzt schon entschieden hat, nach Flensburg zu kommen, den nächsten Schritt zu machen. Und ich glaube, er hat eine ganz große Zukunft vor sich. Er wird sich natürlich die Position mit Hampus Wanne teilen, ist klar. Hampus ist jemand, der sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt, der jetzt schon lange in Flensburg ist, der genau weiß, was wir hier erwarten und was gebraucht wird. Und Emil ist jemand, der natürlich dahinter jetzt auch kratzt und versucht, seine Spielanteile auch zu bekommen. Und ich glaube, wir werden alle nur davon profitieren. Wir haben so viele Spiele, so eine hohe Belastung und wir brauchen auf jeder Position zwei gleich gute Spieler. Und Konkurrenz belebt das Geschäft, wie man so schön sagt. Also ich glaube, dass sie sich gegenseitig auch wirklich nochmal zur Höchstleistung pushen werden. Emil ist ein riesengroßes Talent. Ich behaupte sogar auch eines der vielleicht das Beste in Europa. Er ist jetzt schon für sein Alter unglaublich weit und wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat. Er hat viele andere Angebote auch von anderen Vereinen gehabt und er hat sich eigentlich ohne lange zu überlegen für uns entschieden. Und er wird mit Sicherheit die große Tradition der Linksaußen bei der SG fortsetzen. Nach Lars Christiansen, Anders Eckert, jetzt Emil Jakobsen. Und ich glaube, wir haben dann mit Hampus Wanne und Emil ein super Gespann auf dieser Position. Ich bin wirklich glücklich. Es ist ein großer Traum und macht mich stolz. Ich bin wirklich sehr glücklich. Als Däne passt er perfekt in unsere Mannschaft rein. Also er ist auch so einer, der zeigt gerne Emotionen und er ist ein ganz ruhiger, aber trotzdem auch ein cooler Kerl. Und ich glaube, der kann auch für die nächsten 10 Jahre auf diese Position spielen. Und das ist natürlich eine Ehre für mich auch, dass der neue dänische Nationalspieler auch auf Linksaußen in Flensburg jetzt kommt. Es ist toll, in Lars Fußstapfen treten zu können. Es ist eine große Sache und es ist schön, dass er hier ist. Er ist ein Vorbild für mich, das ist echt schön. Yeah, one of the person I look up to, so that's nice.